So, beim Vorwärts, beim auf OT stellen, habe ich jetzt festgestellt, dass der Motor sich nicht mehr weiter drehen lässt. Das bedeutet für mich, ich vermute schon fast, dadurch, dass ich jetzt hier schon dran gegangen bin und schon einmal zurückgedreht habe den Motor, ist die Kette noch einen Zahn drüber gesprungen und deshalb lässt der Motor sich jetzt nicht mehr auf OT drehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss als erstes die Steuerkette abnehmen und die Nockenwelle manuell auf OT stellen und die Kurbelwelle gleich auch manuell auf OT stellen, ohne die Hilfe der Kette. Heißt also, wir nehmen jetzt die Kette ab, dafür drehe ich den Motor leicht zurück. Ja, und jetzt muss als nächstes die Kette ab, damit ich als erstes die Nockenwellen auf OT stellen kann. So, ich fange an mit dem Spannelement, mit dem Kettenspanner, den abzumachen. Dafür schiebe ich die Kamera mal leicht hier hin, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht. So, Schraube 1 vom Kettenspanner. So, Schraube 2 und da fällt der Kettenspanner auch schon auseinander. So sieht er aus. Zack. Das ist der Kolben, da ist die Feder drin und der ist jetzt rausgesprungen. Ja, ich hätte den vielleicht mal vorher sichern sollen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber gut, passiert ist nichts. So. Ja, jetzt ist die Schiene hier lose, die Kette ist lose. Zack, dann mache ich die Kette ab und da haben wir die Kette. Hier die zweite Gleitschiene. Das ist die Gleitschiene, das war gerade die Spannschiene. So, die sind schon mal ab. Und jetzt muss ich gucken, dass ich die Nockenwellenräder erstmal auf OT stelle. Dieses Nockenwellenrad werde ich jetzt erstmal lösen und ersetzen, weil ich ja dieses neu verwenden will. Heißt also, ich mache hier so einen schönen Gegenhalter, den schiebe ich hier rein. Ja, das passt nicht so ganz mit dem Schlüssel. Erstmal prüfe ich natürlich, ob die Nockenwelle sich freidreht. Ich habe die Kolben eigentlich runtergedreht, dass der nicht aufsetzen kann, aber ich habe jetzt festgestellt, okay, jetzt habe ich sichergestellt, dass der sich frei dreht und werde jetzt hier einmal lösen. Dafür nehme ich mir aber ein anderes Werkzeug. So, dafür nehme ich mir eine Knarre, halte ich das hier so gegen und zack, ist das gelöst. So sieht das Ganze aus. Jetzt machen wir aber erstmal den Kettenspanner lose. Hier ist ganz wichtig, das ist ein Linksgewinde. Das ist eine Linksgewindeschraube und die muss man halt in die verkehrte Richtung lösen. So, hier ist nochmal das gleiche Werkzeug. Da habe ich einfach die Adapter umgebaut, weil ich habe den originalen Aufsatz, das originale Werkzeug habe ich nicht. Da mache ich auch, da muss man nämlich hier in eine der vier Bohrungen rein. So, da schmeiße ich den rein. Dann habe ich hier ein 12er Vielzahn und jetzt wie gesagt nicht lösen, sondern festziehen, denn das ist ein Linksgewinde. So, ach, da löst das. Ach, guck mal, der Kettenspanner, der löst sich schon von alleine, der hat schon Spiel. Ja, der ist nämlich kaputt. Ach, guck mal, hier der Versteller und das wird hier jetzt Linksgewinde, heißt also festziehen. Beim Festziehen löst sich die Schraube, also man tut es als ob man festziehen würde. Zack. Schraube ist lose. Kettenspanner ist auch lose. So sieht das hübsche Teil aus. Und hier sieht man eindeutig Verschleißspuren. Da kann man ganz genau sehen, dass er hier an diesen Stellen Abrieb hat. Da ist ein richtiger Grat, deshalb muss das neu. Außerdem ist dieses Teil hier schon ausgeschlagen und muss deshalb auch neu gemacht werden. So, hier habe ich ein neues Nockenwellenrad. Und zwar
ganz gut aus. So. Passt wunderbar. Hier muss man auch irgendwie nicht speziell darauf achten, wie das drauf kommt. Das kommt tatsächlich hier drauf und wird später erst, wenn die Steuerzeiten passen, wird es erst festgezogen. Ich mache jetzt eine neue Schraube rein. Hier die neue Schraube. Ich ziehe das jetzt nur leicht an. Ich muss das jetzt auch leicht anziehen, weil ich ja die Nockenwelle gleich drehen muss. Ich werde das Nockenwellenrad aber später nochmal lösen müssen. Weil die Steuerzeiten hier eingestellt werden müssen. So, hier habe ich jetzt noch das Nockenwellenrad. So sieht das neue Teil aus. Gar keine Verschleißspuren, ist klar, neu. Und steht freundlicherweise China drauf. Auch nicht schlecht. So. Und dann ziehe ich das jetzt auch mal vor. Auch leicht vorziehen, weil ich das Nockenwellenrad drehen muss. Und auch dieses Rad wird später gelöst werden müssen. Weil die Steuerzeiten dann noch korrigiert werden müssen. So, jetzt wo die drauf sind, schiebe ich die Kamera mal nach hinten. Und wir prüfen von hinten jetzt die Steuerzeiten mit dem Spezialwerkzeug. Ich würde eben einmal was machen, dass ich sage, dass hier so ein Mühe zusammenzubauen. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier ist es wie folgt. Und zwar haben wir ein Spezialwerkzeug. Und das Spezialwerkzeug muss hier in diese Löcher rein. Hier sieht man es ein bisschen schlecht, weil das Teil im Weg ist, das AGR-Rohr. Und das Werkzeug muss in die Löcher. So, das Werkzeug sieht so aus. Hier ist eine Aussparung, wird so reingesteckt. Heißt also nicht so, sondern so wird es reingetan. Weil diese Bohrung muss nämlich mit dieser übereinstimmen. Was bedeutet, wenn ich das jetzt mal umdrehe, jetzt zeigen die beiden Pins nach oben. Wenn ich den jetzt umdrehe, dann sind die Pins hier unten. Hier kann man das gut erkennen. Hier sind die Pins da drinne. Bedeutet, die beiden müssen hier reinpassen. Ja, und den schiebe ich jetzt hier rein und drehe am Nockenwellenrad und gucke, dass der erste reinpasst. So, der erste hat sich schon gesetzt. Das gleiche passiert jetzt mit der Einlassnocke. Ja, jetzt hat er sich verkantet. Ja, komm rein. Ja, jetzt hat sich die Einlassnocke die Schraube gelöst. Die muss ich nochmal nachziehen. So, wo steht die denn überhaupt? Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Unten, okay. Steht immer noch an der gleichen Stelle. So, jetzt ist die Einlassnockenwelle drin. Die hier ist wieder rausgesprungen. Heißt also, nochmal Werkzeug holen. Und diese Nocke in Position drin. Zack. Ja, beide passen. Jetzt passen beide. Heißt also, die Nockenwelle steht auf OT. Ich prüfe das jetzt nochmal mit der Knarre hier gegen, ob das tatsächlich stimmt, ob der tatsächlich passt. Ah, da hat er sich nochmal richtig reingezogen. So. Und ich merke auch am Nockenwellenrad selber ist gar kein Spiel. Wenn ich hier hinten noch ein bisschen versuche zu wippen oder sowas, ist kein Spiel. Heißt also, das Ding ist wunderbar. Normalerweise müsste ich jetzt hier noch eine Schraube reinmachen, um das zu arretieren, damit es nicht rausfällt. Ich lasse es aber jetzt sein, weil das sitzt schon fest genug drinne. Was jetzt gemacht werden muss, ist die Kurbelwelle auf OT drehen. Ja, jetzt wo der Motor auf OT steht oder wo beziehungsweise wo die Nockenwellen passen, muss die Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt gedreht werden. Heißt also, hier die Messuhr. Ich werde jetzt die Kurbelwelle drehen und warten, bis die Messuhr ausschlägt.
So, hier geht die Messung jetzt nach oben. Die werde ich jetzt mal festziehen. Die sind nämlich hier lose. So, ist angezogen. Ach, da ist der Kolben schon wieder runtergegangen. Da kann ich jetzt wieder ein Stückchen zurückdrehen und gucken, wo der obere Totpunkt ist. Ach, da war der obere Totpunkt. Da hat man gesehen, da geht es wieder runter. Heißt also, der Kolben geht wieder runter. Jetzt drehe ich hoch und dann muss ich beobachten, wo der stehen bleibt. So, der war hier, irgendwo ist er stehen geblieben. Bei kurz vor der Null. Da geht er wieder runter. Also das ist ganz wichtig, dass man das auch ganz genau einstellt, damit der Motor auch gut läuft. So, da ist er jetzt stehen geblieben. Jetzt geht er wieder runter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera sieht. So, jetzt haben wir den oberen Totpunkt erreicht. Die Kurbelwelle steht oben. Der Zeiger geht nicht höher, der geht nur noch runter. Heißt also, die Kurbelwelle passt, die Nockenwellenräder passen, würde bedeuten, wir können die neue Steuerkette jetzt dran bauen. So, jetzt habe ich hier den neuen Steuerkettensatz. Den habe ich mir schön im Internet geholt. Gucken wir mal, was drin ist. Sonst nichts. Okay. So, hier haben wir mal eine schöne neue Kette. Neue Gleitschienen. Ja, die sehen gut aus. Okay. Ja, was wichtig ist, oder was mich interessiert, ist die Kette. Wie sieht die eigentlich aus? Ja, ist schon verknotet. Sieht gut. Sieht aus, wie eine Kette halt aussieht, ne? Also, ist halt neu. Was steht denn da drauf? Italien, Italy. Was mich jetzt tatsächlich brennend interessiert, ist diese Kette kürzer als die alte? Und da würde ich sagen, ich hänge die jetzt gleich mal auf den Schraubendreher auf und da gucken wir mal, wie sich die Länge verhält, ob die gleich lang sind oder ob die tatsächlich viel länger geworden ist oder was da passiert ist. Das interessiert mich und ich denke, euch auch. Ja, ich habe die Steuerkette jetzt einfach mal an die Wand aufgehangen mit einem Nagel, um zu gucken, ob sich da an der Länge was getan hat. Und ja, das ist direkt hier hinter mir. Schaut euch das mal an. Also hier hängt die Steuerkette. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man ganz unten, wie die tatsächlich länger ist. Also die hintere Kette, die guckt ein bisschen weiter runter. Die ist echt um einiges länger. Ja, ich werde das jetzt nochmal fotografieren, dann zeige ich das euch mal im Detail. Dann könnt ihr euch das Foto mal anschauen, wie das so aussieht, wie sich das mit der Länge verhält. Also ist schon bemerkenswert. Also die ist echt länger geworden. Und wenn ich jetzt hier noch meinen Finger reinschiebe, dann kann ich echt hier richtig runtergreifen. Also ich mache das jetzt auch nochmal mit einem Werkzeug, mit irgendeinem Eisenstück, einer Verlängerung. Wenn ich die jetzt... Wenn ich die Verlängerung jetzt hier so reinschiebe, dann ist das natürlich ein bisschen blöd, weil die hier diesen Kopf hat. Ich nehme mal eine andere. Ich nehme jetzt einfach mal den Schraubendreher, den schiebe ich hier rein und dann müsste das ja gerade sein. So, und um die hintere Kette auf Spannung zu kriegen, muss ich den Schraubendreher, ich drücke das mal hier ran, muss ich den Schraubendreher echt... Guck mal, wie weit ich da runter gehen muss, ne? Wie das hier wackelt. Also, das ist unglaublich, die ist echt um einiges länger. Man merkt das nicht, also wenn ich mit dem Finger hier reingehe, die ist total lang. Also die ist richtig lang geworden, die Kette. So, ja, dann geht es darum jetzt, diese Steuerkette einzubauen. Die nehme ich jetzt direkt mit und schmeiße die ins Auto rein. Ja, da könnt ihr mal sehen, was hier passiert ist. Und jetzt geht's an den Einbau. Ja, Leute, um die neue Steuerkette wieder einzubauen, muss dieses und dieses Nockenwellenrad wieder gelöst werden. Heißt also, das Werkzeug ist hinten arretiert. Die Schrauben sind auch nicht wirklich fest. Ich mache die ganz
Die waren ganz leicht angezogen und ich werde die jetzt nochmal lösen, so dass sich das Kettenrad frei drehen kann. Das gleiche mit dem hinteren. Hier nochmal das gleiche, das Rad muss gelöst werden. Ich halte ein bisschen gegen. So, beide Räder lassen sich frei drehen. Und jetzt kann die Steuerkette drauf. Okay, ich fange hier einfach mal mit den Gleitschienen an. Und zwar, ja, das ist auch schon falsch rum gewesen, auch nicht schlecht. So, Gleitschiene sitzt, Nummer 1. Zweite Gleitschiene, die wird hier auch so eingebaut. Hier sieht man übrigens die Stelle, hier drückt der Kettenspanner drauf. Die schmeiße ich gerade mal hier drauf. Den Kettenspanner mache ich übrigens ganz zum Schluss drauf. Und jetzt kommt die Steuerkette. So, die wird einfach hier unten drüber gelegt. Zack. Über das Nockenwellenrad. Auf das Nockenwellenrad drauf. Ich schwenke mal die Kamera ein bisschen hoch. Und auf das zweite Nockenwellenrad, welches nicht passt. Das bedeutet, ich muss das einmal kurz abmachen. So, das Nockenwellenrad mache ich dann jetzt hier so drauf. So, alles sitzt. Schraube kann wieder rein. Schön lose lassen, schön, dass es hier ein bisschen Bewegung hat. Warum muss der hier lose sein? Und zwar, wenn ich gleich den Kettenspanner drauf baue und hier gegen drücke, seht ihr, dass die Räder sich verstellen. Würden diese hier fest sein, die Schrauben, dann hätten wir das Problem, dass die Steuerzeiten sich minimal verstellen würden. Das Auto würde nicht anständig laufen. Und noch einmal gegenprüfen, ob die Steuerkette tatsächlich sitzt. Ja, sie sitzt. Ja, und jetzt mache ich mich dran, den Kettenspanner dran zu bauen. So, Kettenspanner. Zack. So sieht das gute Stück aus. Ja, und dann montiere ich den mal. Dafür nehme ich mir wieder die zwei Schrauben vom alten Kettenspanner, schmeiße ich hier rein und das Ding wird unten angeschraubt. So, hier jetzt noch den Kettenspanner festziehen. Hier merken wir auch schon, wenn ich hier gegen drücke, ne, da ist gar kein Spiel mehr. Also guckt euch das mal an. So, hier auch im Vergleich zu vorhin. Ne? Also da ist jetzt die neue Kette drauf. Der Kettenspanner ist noch nicht mal, da ist noch nicht mal der Splint rausgezogen. Und die hat hier kaum Überhang. Heißt also, die ist total stramm. Richtig gut. Also man merkt sofort, hier ist eine neue Kette drauf. Okay, wo die Steuerkette jetzt drauf ist, kann ich hier den Splint ziehen. Wenn ich den Splint ziehe, dann geht sofort die Steuerkette auf Spannung, weil der Spanner halt mit der Federkraft die Spannschiene nach außen drückt. So, was jetzt gemacht werden muss, ist hier und hier auf diesen beiden Schrauben eine Vorspannung zu geben. Heißt also, ich muss vorziehen, während das Werkzeug noch hinten drin ist. Und wenn ich ein entsprechend kleines Drehmoment vorgezogen habe, ich sag mal so mit 40 Newtonmeter, hole ich das Werkzeug hinten raus und ziehe die endgültig an. Damit beim Vorziehen nicht die ganze Kraft über die Nockenwelle zum Werkzeug geht, zum Gegenhalterwerkzeug, nehme ich den Gegenhalter, setze meine Knarre an und ziehe leicht vor. Also dieses Nockenwellenrad kriegt auch 50 Newtonmeter und 90 Grad weiterdrehen und ich versuche jetzt einfach mal so mit 50 Newton vorzuziehen. Und wenn man das so macht, wie ich das jetzt mache, hier mit zwei Händen, dann kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So, weil dann haben wir nämlich einen Kraftausgleich auf beiden Seiten. So, und ich habe jetzt vorgezogen und das gleiche mache ich jetzt mit der hinteren. Ich ziehe das doch jetzt schon mal mit 50 Newtonmetern vor und die 90 Grad mache ich gleich. So.
So, das war schon gerade von Hand zu viel. So, deshalb mache ich das jetzt nochmal lose und ziehe das jetzt nochmal an. 50 Newtonmeter und jetzt mache ich 40 Newtonmeter mit dem hier. So, jetzt ist das hier natürlich ein Linksgewinde und das heißt, man kann mit einem normalen Drehmomentschlüssel gar nicht nachziehen. Das heißt, ihr braucht einen Drehmomentschlüssel, wo ihr so ein Ding hier auf die andere Seite schieben könnt. Ne? Bei dem kann man das hier auf die andere Seite schieben und im Notfall könnte man sogar hier drauf drücken und den umdrehen. Mache ich jetzt aber nicht. Und deshalb drücke ich ihn auf die andere Seite, schiebe den hier rein, gar nicht den. Hier kommt nämlich der Torx rein und gar nicht der andere. Ja, und dann stecke ich den wieder ab. So, schiebe den drauf und schraube den fest, der ist noch ganz lose. So, nochmal rausziehen. Und jetzt müsste er gleich knacken. So, der hat geknackt, 40 Newtonmeter sind vorgespannt, heißt also, ich entferne jetzt hinten das Werkzeug und dann mache ich auf beide Schrauben den Drehwinkel von 90 Grad. So, hier ist das Werkzeug einfach rausholen. Na, nicht so einfach. So, die Steuerzeiten können wir ja gleich noch einmal gegenprüfen, ob die passen. So, jetzt bekommt der Motor 90 Grad, heißt also, ich muss das Werkzeug so ansetzen, dass ich in einem Zug tatsächlich 90 Grad nachziehen kann. Wäre also von hier nach etwas drüber. Also, ich muss schon gucken, da ist der Motorhaubendämpfer, ein bisschen im Weg. Geht halt nicht anders, muss ich vielleicht zwei Züge machen, aber es wäre von hier, wäre es normalerweise bis hier. So, das mache ich jetzt mal. So, der ist angesetzt. Hier das Werkzeug. Das schiebe ich mal da rein jetzt. Und dann mache ich mal 90 Grad Drehwinkel. So, jetzt kommt dieses Nockenwellenrad dran. So, jetzt kriegt er auch 90 Grad. Muss mal gucken, dass man schön Schwung holt. Boah, ne, da muss er. Ne, wenn das so nicht passt, muss ich die Nuss gerade mal umsetzen. Und zwar drehe ich die Nuss ein Stück. Und dann passt es schon viel besser. Und los geht's. Der hat 90 Grad, alles ist drauf, man erkennt hier schön, dass die Kette nicht wirklich viel Spiel hat, also die ist echt stramm und was ich jetzt mache ist, den Motor einmal durchdrehen, um zu gucken, ob er immer noch aufsetzt, wie er das gemacht hat, bevor ich die Kette runtergenommen habe oder ob er jetzt frei durchdreht. So, Knarre angesetzt und jetzt drehe ich eine Kurbelwellenumdrehung oder zwei Kurbelwellenumdrehungen und eine Nockenwellenumdrehung. Die Kurbel ist schon einmal gedreht, sonst das zweite Mal. Ach, da geht er schon wieder runter. Ich glaube, wir waren da schon durch. Ja, das geht jetzt nicht so einfach wie vorhin. So, da haben wir OT die Messuhr. Ich beobachte gerade auch die Messuhr. Das kann ich euch auch mal zeigen, wie das in der Messuhr funktioniert. So, hier habt ihr die Messuhr im Bild und zwar drehe ich jetzt vor, bis der stehen bleibt. Heißt also, Kolben ist auf OT. Oh, da bin ich schon wieder drüber gegangen. Noch einmal zurückdrehen und wieder ein Stückchen vor. So,
da sind wir auf Hotel. Minimal drüber sind wir jetzt. Und jetzt prüfe ich die Nockenwelleneinstellung von hinten. Hier die Nockenwelle, passt wunderbar jetzt. Ich gucke noch einmal wegen dem Werkzeug, ich schiebe das vielleicht noch mal rein, um zu schauen, ob es funktioniert. Wie gesagt, ich bin gerade minimal drüber gegangen, über OT. Ja, hier geht es drauf, hier bräuchte ich noch minimal etwas, wahrscheinlich ist es dieses Stück, das kleine bisschen, wenn ich die Messung jetzt mal hier drehe, dann kann man das vielleicht sehen. Jetzt stelle ich noch einmal OT ein. So, da geht er runter, jetzt muss er hoch. So, ja, und da passt er rein. Das Werkzeug ist reingegangen, wunderbar, passt, alles klar. Es kann zerlegt werden, also Werkzeug kann raus, der Riementrieb kann wieder zusammengebaut werden, Stirndeckel drauf und Kerzen rein. Und dann, Überraschung, gucken wir mal, was der Motor macht. Messwerk kann raus. So, der Rückbau geht in umgekehrter Reihenfolge. Ne? Einige Details werde ich jetzt vielleicht hier nicht zeigen. Es gibt nicht wirklich viel zu beachten. Der Kollege, der macht da schon die Dichtfläche sauber, trocken. Zack, wunderbar. Passt. Passt auf. Ich ziehe erstmal den Deckel hier. Geht nicht mal nass fest. Ganz ehrlich, du bist ja nicht ganz genau, aber Leute. Hier eine neue Dichtung, die sollte natürlich mitverwendet werden. Und zwar sieht die so aus, das wäre die neue Dichtung. Und hier, Achtung, hier steht vor Montage abdrehen. Ja, machen wir das mal, ne? Abdrehen, vor Montage. Zack, ist das Ding. Ja, und diese muss auf den Stirndeckel. Wobei, beim Stirndeckel steht hier ist eine Gummilippe drauf, aber da steht trotzdem bei der Reparaturanleitung, dass man diverse Stellen mit Dichtpaste, eine Dichtpaste auftragen soll. Deshalb werde ich mir den Stirndeckel jetzt mal nehmen und mir anschauen, wo ich da was drauf mache. Hier der Stirndeckel. Und wichtig, hier habt ihr einen Dichtring und hier habt ihr einen Dichtring, der muss tatsächlich geputzt werden. Und das ist eine Stelle, hier würde ich tatsächlich Dichtpaste auftragen und ganz wichtig, hier unten an die Kanten, da muss Dichtpaste aufgetragen werden. Und die Dichtung, die würde dann hier so sitzen. Ja, ja, die wird aber auf dem Motor angesetzt. Hier guckt ein bisschen Gummi über, damit das halt zur Ölwanne abdichtet. Ja, und dann mache ich mal die Dichtpaste drauf. So, das waren wahrscheinlich ein bisschen alte Reste drauf. Das gleiche mal. So, haben wir die Stelle schon mal abgedichtet und ich würde jetzt hier auf jeden Fall hier noch ein bisschen was drauf machen. Hier mache ich noch ein bisschen was drauf. Das finde ich wichtig, weil das die Stelle ist zur Ölwanne und die kann ratzfatz undicht werden. Und ich empfehle auch, die komplette Fläche hier unten einmal einzureiben. Hier muss noch ein bisschen geputzt werden. Zwar nicht zu viel, einfach ein bisschen. Das mache ich hier sowohl auch auf der Ölwanne selber. Schmiere ich das Zeug drauf, damit es wieder dicht wird. Wie schon gerade erwähnt, gleiches hier auf der Ölwanne, da kommt die Dichtpaste drauf. So. Ganz wichtig, in den Kanten muss die Dichtpaste rein, weil das eine gefährliche Stelle ist. Das heißt, also hier wird Öl austreten, wenn man da keine Dichtpaste aufträgt. Jo, jetzt kann die Dichtung drauf. So. Ja. Dichtung drauf und ich sehe noch ein paar Stellen, die zum Ausbessern sind an der Dichtfläche.
Hier fehlt es noch an Dichtpaste. Wenn hier keine Dichtpaste drauf ist, dann ist der Motor hundertprozentig undicht. Also unten an der Ölwanne auf jeden Fall dann. Ja, Kurbelwellen, Zahnrad, Kurbelwellenschraube ab. So, und jetzt kann auch schon der Stirndeckel drauf. Stirndeckel. Achtung beim Einsetzen. Riesenteil. Riesengroß das Gerät. Und lass es passen. Pump mal den Motor hoch. Ja, ja, ja. Gut. Ah ja, da ist es schon. Halt mal hier oben. Nicht zu feste Drücke. So, der Dichtring für die Kurbelwelle, der sitzt hier. Den müssen wir natürlich auch anständig da einführen. Sonst haben wir auch ein Problem mit der Undichtigkeit. So, Deckel ist drauf und jetzt... Ja, das bleibt spannend, oder? Also echt interessant. Vor allem war ich ja total geschockt, als ich den Motor auf OT drehen wollte. Und der ließ sich gar nicht auf OT drehen, weil, ja, weil die Ventile aufgesetzt haben. Also, boah, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Die so, nee, Motor ist kaputt oder was? Ich meine, das Auto ist ja angefahren gekommen. Naja, ich vermute schon fast, dass das passiert ist, als ich den Motor zurückgedreht habe oder sowas vielleicht. Ja, man kann ja auch gut sehen im Video, wie viel da daneben stand. Ich habe es ja einmal kurz eingeblendet. Der Zustand der Nockenwellen, nachdem die Steuerkette drauf war. Und einmal nochmal das alte Video reingespielt, wie die Steuerkette oder wie die Nockenwellen standen mit den Punkten, ne, mit der Markierung, mit der alten Steuerkette. Also da war schon ganz schön viel. Also ich glaube 20 Grad, boah, 20, ne, da wird zu wenig, locker 30 Grad oder sowas stand das Ding daneben. Ja, es war schon extrem viel. Ne? Also ich war echt so ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, dass das Ding daneben steht. Also nicht daneben steht, das war ja klar, aber dass er aufgesetzt hat, also nicht normal. Ja, sorry wegen den Steuerdeckel oder wegen den Stirndeckel, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen, da fehlt ein ganzes Stück Videomaterial, wie ich unten den Wellendichtring ansetze. Ja, ganz einfache Kiste, irgendwie 2 Uhr morgens, dann noch am Zusammenbauen, ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Kamera ausgegangen ist, also der Akku, der war leer. Ich glaube, ich habe an den Abend 5 Akkus oder sowas verbraten. Ja, und der war halt leer und ist mir erst aufgefallen, als ich die Kamera neu positionieren wollte. Ich empfehle ja nun Folgendes, also schafft euch das Werkzeug an zum Draufsetzen vom Simmering oder macht es halt so wie ich mit einem Madenschraubendreher. Ist nichts für die, die halt das noch nie gemacht haben oder sich damit nicht auskennen oder sowas. Ich habe es geschafft, also es hat gut funktioniert mit dem Madenschraubendreher. Schön die Dichtlippe ganz leicht umgekrempelt. Auf die Kurbelwelle draufgeschoben und hat gepasst, ja, also das war schon ganz okay. Ja, der nächste Teil, der kommt, der wird nicht mehr so interessant sein, also praktisch, der erste Teil rückwärts abgespielt, ne, oder anders doch nicht, oder? Also, ich meine auch, ich habe schon eine ganze Menge jetzt schon wieder zurückgebaut. Aber was euch bestimmt brennend interessiert ist, läuft die Karre denn, ne, also der Hobel, ja, seid mal gespannt. Und ich hoffe, dieser Teil hat euch gefallen, dass ihr auch zum Zurückbau zurückschaltet. Wahrscheinlich wird bei dem dritten Teil nur das letzte Stück des Videos abgespielt werden oder sowas, ne? Weil das alles andere nicht so interessant ist, irgendwie alle Schrauben wieder festschrauben. Ja, danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Schrauber.